Die Geschichte von Klaus und Tine. Heute werde ich mit meiner Arbeit überhaupt nicht fertig, seufzte die Mutter. Räumt bitte eure Spielsachen auf. Aber Klaus und Tine dachten nicht daran. Die Bausteine und der Teddy flogen durch das Zimmer und das zerfetzte Bilderbuch lag neben dem Püppchen in der Ecke. Dann rannten die Kinder in den Garten und versteckten sich kichernd unter einem Baum. Aber was sahen sie da? Eine Elfe saß auf einem Zweig. Sie hielt einen goldenen Faden in der Hand und neben ihr stand ein Körbchen voller goldener Perlen. Die Elfe sagte traurig: »Ihr macht mir großen Kummer. Ich bin euer guter Hausgeist und immer, wenn ihr jemandem etwas zuliebe tut, darf ich eine Perle auf den Faden reihen.« Da verging den Kindern das Lachen, denn es waren nur wenige Perlen aufgefädelt. »Und wenn die Kette fertig ist?« wagte Klaus zu fragen. »Dann darf ich wieder ins Elfenreich zurückkehren. Aber das wird wohl noch lange dauern«, antwortete sie verzagt. Die Kinder sahen sich an, liefen ins Haus und im Nu waren alle Spielsachen aufgeräumt. Und als die Mutter ins Zimmer kam, riefen sie: »Dürfen wir noch etwas helfen?« »Ja, was ist denn mit euch los?« lachte die Mutter. Sie wusste natürlich nicht, dass sich draußen im Garten die Elfe gerade eine goldene Perlen auf den Faden reihte.